Willkommen auf meinem Gartenkanal bei Janos Moratti bei den exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Schaut in Kanalinfo, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und ein YouTube-Kanal ist da verlinkt und schaut auf meinem TikTok-Kanal vorbei, schaut bei ihr vorbei. Und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Und durch den Kanal kostenlos abonnieren und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keine Livestreams mehr und keine YouTube Shorts mehr und keine Videos mehr. Und nutzt den Crash Bros 3 auf ihren YouTube-Kanal abonnieren und Team Grün und Blau auf TikTok folgen. Das würde mir sehr freuen. Ist in Infobox verlinkt. Dann alle folge ich zurück. Und heute dann mal die Kokosnusspalme umtopfen. Das zeige ich euch. Jetzt. So. Jetzt brauchen wir einen Topf und Erde. Erde. So. Jetzt hole ich mal euch näher. So. Jetzt da mal so eine Grube machen. Und jetzt da mal die Kokosnusspalme austopfen. Jetzt da mal schön Erde befüllen. Wenn die nicht umfliegt. So. Jetzt brauche ich noch Erde. Jetzt hole ich mir gar. Jetzt habe ich wieder neue Erde geholt. Die gute neue Erde. Und jetzt dann mal fertig auffüllen. So. Gescheit auffüllen. So, passt. Jetzt drehen wir mal das Ganze. Jetzt da mal noch ein bisschen dazu. Jetzt da mal dann gescheit angießen die Kokosnuss. So, passt. Jetzt da mal gescheit angießen. Jetzt haben wir die Kokosnusspalme
gescheit angießen. Nicht auf der Nuss drauf, sondern daneben, so wie ich gerade mache. Jetzt einmal ein bisschen einsinken lassen. Und nochmal. Passt. Jetzt kann die Kokosnusspflanze gut durchwurzeln und gut wachsen. Und jetzt stellen wir sie in die Sonne. Und jetzt haben wir noch den Eukalyptusbaum oder Strauch auch im Topf. So, jetzt haben wir da einen Topf. Einen passenden Topf. Jetzt haben wir da Erde hinein. Ganz viel Erde. So, passt. Jetzt habe ich schon die Erde reingetan und die Pflanze. Jetzt kann man die Pflanze mit Erde auffüllen. So. Ganz viel Erde. Und er riecht so gut, der Eukalyptusbaum oder Strauch. So. Dann mal letzte Rest der Erde drauf. Jetzt da mal ganz viel Erde noch drauf und dann da mal gescheit angießen. So. Passt. Jetzt da mal gescheit angießen. Jetzt haben wir den Eukalyptus gescheit angießen. Gescheit. Jetzt warten wir, bis das Wasser einsinkt. Und nochmal. Passt. Fertig. Jetzt kann der gut durchwurzeln und gut wachsen und jetzt stellen wir in die Sonne. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, schaut in die Videobeschreibung, schreibt es mir gerne in die Kommentare, schaut Kanalinfo, schaut bei Ifobal und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Und teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Und tut den Kanal kostenlos abonnieren. Und bis zum nächsten Video, der Gärtner Janusz Moratti. Ciao, ciao.